Und darüber wollen wir jetzt reden, nämlich was ist denn der richtige Kurs für Deutschland in der Positionierung in diesem Krieg Russlands gegen die Ukraine? Dazu jetzt eben, wie erwähnt, die Vorsitzende der von ihr gegründeten Partei Bündnis Sarah Wagenknecht und die Bundestagsvizepräsidentin von den Grünen, Katrin Göring-Eckardt. Herzlich willkommen. Schönen guten Abend. Ich habe noch mal in die Lebensläufe geschaut und habe gesehen, Sie sind eine Generation aus der DDR und dann haben Sie im Wendejahr, dem sogenannten 1989, komplett konträre Entscheidungen getroffen. Sie sind zum Bündnis 90 gegangen, Sie sind in die SED eingetreten. Also weiter auseinander geht es nicht. Haben Sie das Gefühl, dass Sie seitdem sich inhaltlich zumindest an einer oder anderen Stelle näher gekommen sind? Frau Göring-Eckardt? Also ich würde sagen, wir haben, was Sozialpolitik angeht, häufig eine ähnliche Analyse. Aha. Manchmal unterschiedliche Antworten. Aber ob das jetzt näher gekommen ist oder ob das immer schon so ähnlich war, kann ich gar nicht genau beurteilen. Mhm. Frau Wagenknecht, wie sehen Sie es? Gut, ich bin ja damals nicht in die SED gegangen, weil ich die DDR so toll fand, sondern weil ich gehofft habe, dass man sie reformieren kann. Also ich war ja jemand, der in der DDR nicht studieren durfte. Also es war jetzt nicht so, dass ich da aus einer staatstragenden Haltung herausgekommen bin. Aber ich wollte... Sie quasi seitdem näher gekommen sind, glauben Sie? Ja, also ich will jetzt nicht zu Frau Göring-Eckardt persönlich viel sagen, aber zu den Grünen muss ich sagen, die sind mir natürlich sehr viel ferner geworden, weil ich die Grünen in ihren Anfangszeiten, auch noch in den 90er Jahren, eigentlich eher als eine friedensorientierte Partei wahrgenommen habe. Und in den letzten Jahren sind die Grünen oder gerade jetzt seit Beginn des Ukraine-Krieges eben ganz massiv in eine Richtung abgebogen, ja, für Waffenlieferungen. Ehemalige Wehrdienstverweigerer kennen jetzt die genauen Namen aller in Deutschland produzierten Panzertypen und sich als Militärexperten. Das ist mir sehr fremd und okay, ich halte es vor allem auch für gefährlich. Wir werden das diskutieren, wenn Sie mir erlauben, dass ich doch noch mal, das geht ganz schnell, Sie können ja oder nein sagen, dann wissen wir, wie unterschiedlich oder wie gemeinsam Sie möglicherweise an manchen Punkten denken. Also die Schuldenbremse lockern, ja oder nein? Ja. Investitionen sollten rausgenommen werden. Es reicht auch ein Ja oder Nein. Also ja. Die Reichensteuer und Erbschaftssteuer erhöhen? Nicht für die Mittelschicht, für die wirkliche Oberschicht, für die sehr, sehr Reichen. Für die Superreichen, ja. Bürgergeld erhöhen? Ja. Ja, aber man muss natürlich genau hingucken, wer es bezieht. Mindestlohn erhöhen? Ja, auf jeden Fall. Einverstanden? Bisher nur Gemeinsamkeit. Neue Atomkraftwerke bauen? Totaler Quatsch, viel zu teuer, viel zu gefährlich und viel zu schwierig für die Stromkosten, die werden nämlich in die Höhe gehen. Ich höre Nein heraus, Frau Wagenknecht. Ich hätte in der schwierigen Situation, in der wir jetzt waren, die drei nicht abgeschaltet. Aber ich glaube, dass wir die Grundlast in Zukunft anders sichern müssen. Aber dafür brauchen wir dann eben andere Energieträger. Also nur mit Sonne und mit Wind werden wir die deutsche Volkswirtschaft nicht am Leben halten. Ich bin bei Jugend debattiert und da stellt man Fragen so, dass man sie mit Ja oder Nein beantworten kann. Also das ist eine aber wir sind nicht mehr jung, ich glaube, daran liegt es. Ach so, okay. Also ich glaube auch, die Welt ist komplexer und eigentlich würde ich gerne auch was zu den Dingen sagen, die mir gerade vorhin unterstellt wurden, von wegen bestimmter Haltung, wegen der 5%-Hürde oder sowas. Ja, ich habe noch drei. Ich würde es gerne trotzdem wissen. Tempolimit sinnvoll für den Klimaschutz? Ich denke schon. Die Frage ist, bei welcher Größenordnung. Also bestimmt nicht 120. Ja, selbstverständlich. Okay. Die Cannabis-Legalisierung war richtig und wichtig? Die Entkriminalisierung hilft, glaube ich, der Polizei und hilft für mehr Prävention, ja. Es ist ein schlechtes Gesetz. Ich finde, jeder hat das Recht, sich selber auch zu schädigen. Man darf Alkohol trinken, wenn man erwachsen ist. Man darf rauchen, also darf man auch Cannabis konsumieren. Aber so wie das Gesetz gemacht ist, habe ich Sorge, dass der Handel mit Cannabis deutlich mehr floriert und am Ende auch Kinder und Jugendliche stärker betroffen werden. Okay, ich gebe es auf. Aber vielleicht eine noch, wo Sie mit Ja oder Nein antworten können. Eint Sie die Sorge, dass in Thüringen im September bei den Wahlen ein Ministerpräsident Björn Höcke von der AfD rauskommt? Könnte? Ich denke, dass, oder ich hoffe, dass wir, indem wir eine wirklich seriöse
Kraft in Thüringen jetzt an den Start bringen mit einer sehr, sehr guten Spitzenkandidatin, Katja Wolf, die Bürgermeisterin von Eisenach ist, Oberbürgermeisterin, dass sehr, sehr viele Thüringerinnen und Thüringer uns wählen werden. Also und dass wir eine solide Regierung bekommen in Thüringen, das wünschen sich die Menschen und das braucht auch Thüringen, weil da sind viele Dinge in den letzten Jahren auch schiefgelaufen. Das war ja ich verstehe, dass Sie Werbung für Ihre Partei machen, aber die Frage war einfach. Haben Sie Sorge, dass, also nee, ich interpretiere es, Sie werden es verhindern. Und Sie? Natürlich habe ich Sorge, dass die AfD zu stark wird. Ich bin aber sicher, dass die Demokratinnen und Demokraten in Thüringen sich so weit verständigen und unterhaken werden, dass die Gefahr, dass Herr Höcke in ein Regierungsamt kommt, zur Seite gewischt werden wird und kann. Mhm. Das ist auch die Stärke der Demokratie. Ich glaube, das haben auch alle gemeinsam verstanden. Und da geht es um was Gemeinsames. Es geht nicht darum, dass eine Partei jetzt alles rettet. Auch nicht das Bündnis Sarah Wagenknecht. Es wird darum gehen, wie viele sind im Parlament tatsächlich und alles das. Und das ist das Problem für die Grünen, weil sie da um die 5% gerade bei den Umfragen liegen. Es könnte sein, dass sie es nicht machen. Was wir spüren, ist genau diese Frage. Daran hängt es nämlich am Ende, ob eine stabile Mehrheit jenseits von Herrn Höcke wirklich gebildet werden kann. Ja. Würde das am Ende dazu führen, dass Sie beide miteinander regieren? Also nach jetzigen Umfragen wird sich zusammen die Frage nicht stellen, also weil die Grünen ja doch offenbar nicht wieder im Parlament sind. Aber ich glaube, es ist wirklich auch eine Entmündigung. Zu suggerieren, das ist genau das, was Sie immer gerne machen. Nein, aber ich finde, es ist auch eine Entmündigung des Wählers, vor der Wahl immer über Koalition zu reden. Also wir reden lieber darüber, was wir in Thüringen verändern wollen, was auch für viele Menschen sich ändern muss in unserem Land. Und natürlich, dass überhaupt Höcke so stark ist, dass die AfD so stark ist, das ist ja nicht, weil so viele Menschen in Deutschland rechtsextrem sind, sondern das ist, weil wir in Deutschland so grottenschlecht regiert werden, seit die Ampel regiert in besonderer Weise, dass viele Menschen einfach entsetzt sind und sie wollen ein Zeichen dagegen setzen. Und davon profitieren zurzeit eben auch politische Kräfte, die mir auch nicht gefallen. Aber ich finde, vor allem muss man die Politik verändern. Ja. Also die Entmündigung des Wählers möchte ich gerne zurückweisen, einfach weil ich glaube, dass der Wähler auch ein Recht hat, zu erfragen, ob Konstellationen vorstellbar sind. Nichts weiter habe ich getan. Ich nehme Ihre Antwort jetzt so, dass Sie es eher nicht vorstellbar sehen, egal wie mit Frau Göring-Eckardt. Aber die Kritik ist ja da. Macht die Politik der Ampel die AfD größer, weil sie einfach schlecht regiert, weil sie fehlerhaft ist, weil sie möglicherweise die falschen Themen nach oben zieht und die richtigen nicht löst? Ich glaube, es passiert gerade was anderes. Es wird über Probleme geredet oder Probleme werden groß gemacht, die die Wirklichkeit gar nicht betreffen. Zum Beispiel? Also ich mache ein Beispiel, was die Wirklichkeit ist. Die Wirklichkeit ist, die Strompreise sinken gerade. Wir haben es geschafft, endlich unabhängig zu werden vom Diktator Putin, was unsere Energieversorgung angeht. Und wir erleben auch nach einem Jahr nach dem Atomausstieg, das haben wir gerade, ich finde, zu feiern. Und wir erleben gerade, wir sind stabil in dieser Frage. Es wird aber geredet über alle möglichen anderen Dinge, die ich am liebsten gar nicht erwähnen will. Da geht es irgendwie um Kulturkampf, um hier Gender und da, ich weiß nicht was. Und es suggeriert den Leuten, dass das die eigentlichen Probleme wären. Und ich bin fest überzeugt davon, wenn wir in diesen Wahlkämpfen über das reden, worum es eigentlich geht. Und ich bin auch immer für Kritik auch an der eigenen Regierungshandeln zu haben. Und so viel Selbstkritik, wie wir als Grüne üben, da fragen manche andere schon, warum macht ihr das eigentlich so? Aber ich bin fest überzeugt davon, dass die Ampel besser ist als ihr Ruf. Aber vor allen Dingen ist unser Land besser, als es schlecht geredet wird, unter anderem von Sarah Wagenknecht. Und wir schaffen sehr viel mehr, als der Eindruck immer erweckt werden will. Und das finde ich verkehrt. Wir sollten unverzagt bleiben und für die Demokratie und diesen Zusammenhalt kämpfen. Aber das ist doch genau das, was die Menschen nicht mehr hören wollen. Darf ich Sie bitten auf dieses eine Thema, weil das ist ja interessant. Ich finde es ja tatsächlich interessant. Das eine Thema, das jetzt Frau Göring-Eckardt beispielhaft genommen hat, also der Atomausstieg ist ein Jahr her, die Energiepreise sind jetzt wieder niedrig. Nehmen Sie das? Niedrig sind die überhaupt nicht. Die sind immer noch über 40% höher als vor der Krise. Nein. Und das ist eben auch das Problem, dass alles weggeredet wird. Also natürlich, was sinkt, ist die Inflation, nicht die Preise sinken. Wenn die Inflation sinkt, heißt das nur, dass die Preise nicht mehr so schnell steigen. Und es ist, wenn man an der Zapfsäule steht für den Bürger, wenn die Energierechnung kommt, wenn die Heizungsrechnung kommt, natürlich sind das immer noch sehr viel höhere Kosten. Die Lebensmittel sind sehr viel teurer geworden. Viele Menschen haben in den letzten Jahren massiv an Wohlstand und an Kaufkraft verloren. Sie machen
machen. Sie machen sich große Sorgen, wie es weitergeht. Wir haben in der Industrie massive Probleme. Ich meine, die Gewerkschaft, die IG Metall und die Arbeitgeberverbände, das ist nicht so oft, dass die zusammen Papiere verfassen. Die haben jetzt gerade noch mal gewarnt, dass Deutschland als Industriestandort massiv gefährdet ist, dass viele Unternehmen abwandern. Und natürlich ist das eine Gefahr für unser Land, dass wir wirklich wirtschaftlich absteigen in den nächsten Jahren. Und wenn ich dann Herrn Habeck höre und er sagt dann, ja, alles nicht so schlimm und wir sind ja jetzt unabhängig von Putin. Ja. Wir haben unsere Energieversorgung nicht gesichert. Wir haben keine langfristigen Gasverträge, bis heute nicht. Ja. Die USA hat den Kapazitätsausbau limitiert. Unsere Energie ist viel teurer als in anderen Ländern und das schädigt unsere Wettbewerbsfähigkeit, das schädigt unseren Mittelstand, das schädigt die Menschen, die nicht mehr so viel kaufen können. Und das ist ein ganz, ganz ernstes Problem. Und Punkt, damit sie antworten kann. Vielen Dank. Das Einzige, was wirklich teuer ist, ist weiter an den fossilen Energien zu hängen. Deswegen war es ja so teuer, deswegen waren wir nicht eigenständig, weil wir von Putins Gas abhängig waren, weil wir von anderen fossilen Energien abhängig waren. Ich bin fest überzeugt davon, wir haben jetzt inzwischen über 50% Erneuerbare. Und der große Vorteil davon ist, dass weder Sonne noch Wind eine Rechnung schicken. Das ist auf jeden Fall günstig. Wir sehen auch, viele Menschen machen mit. Wir haben noch nie so viele Balkonkraftwerke gehabt wie jetzt. Und man sieht, die Leute wollen das selber gerne machen. Die wollen selber gerne dabei sein. Das ist genau das, was ich meine. Die Leute wollen gerne mit anpacken. Und ja, wir werden das schaffen. Wir werden das schaffen mit Leitungen. Wir werden das schaffen mit den Erneuerbaren. Ja. Und wir werden auch noch Gas brauchen für eine Übergangszeit. Da bin ich völlig bei Ihnen. Aber wir müssen jetzt nicht wieder anfangen, auf Kohle zu setzen und schon gar nicht auf Gas. Der Vorschlag vom Bündnis Sarah Wagenknecht geht ja auch, also wir wollen ja auch über den Krieg in der Ukraine reden. Ihr Vorschlag ist ja sehr konkret. Die Sanktionen schaden Deutschland mehr, als sie Russland schaden. Heißt, Sie wären dafür, ab sofort wieder Gas und Öl aus Russland zu importieren? Also ich bin für eine realistische Außenwirtschaftspolitik, die unsere Interessen sieht. Und wir sehen einfach, Deutschland ist Schlusslicht in den Industrienationen. Das heißt, unsere Wirtschaft ist im letzten Jahr geschrumpft, sie wird dieses Jahr wieder schrumpfen. Die russische Wirtschaft wächst. Also irgendwas machen wir falsch. Da wächst die Kriegswirtschaft. Ja, aber offensichtlich ist es doch so, dass die Sanktionen, das hat ja sogar Frau Baerbock eingestanden, sie erreichen das Ziel nicht. Deshalb die Frage nochmal, also was ist Ihre Konsequenz? Dass wir uns nicht völlig abhängig machen, das halte ich für richtig. Ja. Aber wir importieren ja teilweise russische Energie. Wir importieren teilweise russisches Gas über Belgien. Also Belgien ist jetzt ein großer Gaslieferant von uns, hat aber gar kein Gas, sondern importiert russisches Gas, das dann dort regasifiziert wird, kommt zu uns. Wir importieren teilweise Ölprodukte aus Indien. Also russisches Öl geht nach Indien, wird verarbeitet. Wir importieren das. Übrigens auch sehr klimaschädlich alles, weil das alles über lange Wege geht. Und deswegen finde ich, wir sollten schon gucken, wo erreichen wir eine sinnvolle und stabile Energieversorgung. So, und da habe ich jetzt keine Antwort von Ihnen. Darf ich das Argument, also wir nehmen das sowieso aus Russland, nur über Umwege, können Sie dazu bitte was sagen? Also ich kann nur sagen, auch das muss aufhören. Natürlich, völlig klar. Und deswegen arbeiten wir da dran. Ich meine, wir regieren noch nicht so lange. Ja? Und wir haben davor eine Zeit gehabt, in der die Abhängigkeit von den fossilen Energieträgern, nicht nur vom russischen Gas, von allen anderen auch, immer weiter auf die Spitze getrieben worden ist. Wir haben Bundesländer in Deutschland, Bayern, wenn man mit Herrn Söder spricht, dann denkt man, er hat es noch nicht gemerkt und freut sich darüber, dass er Solar hat, aber baut die Leitungen nicht aus, um zu profitieren von den Erneuerbaren, die aus Norddeutschland kommen. Also ja, wir haben sehr viel zu lange den falschen Weg eingeschlagen und wir ändern das jetzt gerade und wir sind so schnell bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien, wie es uns niemand, ich gebe zu, wir noch nicht mal selber zugetraut haben. Und das ist der Punkt, daher haben wir die Stabilität, die werden wir brauchen und ja, wir haben Umwege mit LNG-Terminals genommen, für uns natürlich alles andere als angenehm gewesen sind, aber sie haben damit zu tun, sie haben mit dieser falschen Abhängigkeit, diesem falschen Weg zu tun, das ändern wir jetzt gerade und wir können ganz sicher sein. Wir können ganz sicher sein, dass wir weltweit wieder Spitze sein werden, weil wir absichern können, Hoffnung, dass wir günstige Energie da haben werden. Aber am besten muss man doch einfach dazu sagen, wir haben ja geografische Gegebenheiten. Also die Sonne scheint oft nicht und der Wind weht nicht. Und dafür braucht man Speicher, Frau
Ja. Warten nicht, dafür braucht man Speicher. Befassen Sie sich einmal wirklich mit der Speichertechnologie, welche Möglichkeiten Sie bisher ausbauen. Wo sind die Speicher? Wo sind sie? Also Sie setzen gerade auf stromintensive Technologien, Sie setzen auf Wärmepumpe, Sie setzen auf E-Auto, aber Sie haben keinen Plan, wo der Strom herkommt. Und das ist keine sinnvolle Art und Weise. Ich habe gerade sehr deutlich gesagt, es wird ja nicht dadurch anders, dass Sie immer wieder sagen, es also, es wäre sicherlich von Vorteil auch für die deutsche Industrie und für die Wirtschaft überhaupt in Europa, wenn es diesen Krieg nicht gäbe. Ja, natürlich. Darin sind Sie sich einig. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Also die Ukraine ist in einer Defensive, die in einem, wie man so schön sagt, in einem wirklich sehr kritischen Moment. Es geht tatsächlich die Defensivkraft aus. Was ist die Folgerung daraus, Frau Göring-Eckardt? Jetzt tatsächlich mehr Waffen zu schicken oder jetzt zu sagen, möglicherweise war das eine falsche Strategie, zu versuchen, militärisch alle Gebiete zurückzuerobern? Jetzt endlich die Waffen zu schicken, die notwendig sind. Und ich verstehe, dass sehr viele jetzt fragen, warum geht das eigentlich bei Israel mit dem Iron Dome? Es wurde vorhin ja gerade hier auch in dieser Runde diskutiert. Warum geht das nicht bei der Ukraine? Wir wissen, es geht einerseits um das Existenzrecht der Ukraine. Gibt es die überhaupt noch? Gibt es die nicht? Mhm. Es geht andererseits um unsere Sicherheit und das sollten wir nicht verkennen. Es wird nämlich manchmal zu kurz gedacht. Wir reden dann immer über dieses Land und die einen finden es gut, die anderen nicht. Aber es geht auch um unsere eigene Sicherheit. Und wir reden nicht über einen Krieg, der seit 2 Jahren herrscht. Mhm. Wir reden über das, was wir seit 2014 erleben. Und damals ist das ja passiert. Damals hat ja Gerhard Schröder sich untergehakt mit Herrn Putin. Und man hat sich irgendwie angeschaut, mit einem Minsker Abkommen getroffen. Und was hat Herr Putin gemacht? Er hat die Zeit genutzt, um sich weiter zu bewaffnen. Er hat die Zeit genutzt, weiter vorzudringen in die Ukraine. Er hat die besetzten Gebiete im Donbass beispielsweise auf eine Art und Weise terrorisiert, inklusive sexueller Gewalt. Frauen sind vergewaltigt worden, Kinder sind entführt worden. Ich habe solche Kinder getroffen, als ich zuletzt in der Ukraine war, die zurückgekommen sind im Februar und die erzählt haben, was das bedeutet hat, Gehirnwäsche, der sie ausgesetzt waren in Russland. Alles das ist passiert. Und deswegen sage ich, wir brauchen mehr militärische Unterstützung, damit wir, auch das ist hier schon diskutiert worden, in eine Situation kommen, wo auf Augenhöhe real verhandelt werden kann. Aber nicht über irgendjemand in der Ukraine lässt jetzt mal die Waffen fallen, sondern darüber, dass es zunächst einen Waffenstillstand gibt, aber dann einen wirklich nachhaltigen Frieden mit dem eindeutigen Existenzrecht der Ukraine. Den letzten Satz können Sie doch unterschreiben, Frau Wagenknecht. Ein Waffenstillstand, das ist ja das, was ich wünsche mir einen Frieden mit dem Existenz, natürlich mit der Existenz und mit dem Existenzrecht der Ukraine, überhaupt keine Frage. Aber vorhin wurde ja zum Beispiel von Herrn Strunz gesagt, ja, wie kann man denn jetzt einen Waffenstillstand fordern, wo die Ukraine so schwach ist? Also da kann ich nur sagen, ich habe den auch schon vor einem Jahr gefordert und da war die Ukraine in einer viel besseren Verhandlungssituation. Und je länger dieser Krieg dauert, desto schlechter wird die Situation. Also es hat ja schon mal Verhandlungen gegeben und es ist doch ganz eindeutig, der Papst hat es gefordert, die Länder des Südens fordern. Es gibt doch immer wieder auch Wortmeldungen, auch von China. Jetzt hat gerade die Türkei wieder einen Friedensplan vorgelegt, der anknüpft an die Istanbuler Verhandlungen und der meines Erachtens gar nicht unrealistisch ist. Aber von westlicher Seite und auch, das muss man sagen, von Zelensky werden völlig unrealistische Forderungen aufgemacht. Und zwar, Zelensky hat ja seinen Friedensplan präsentiert und der besteht darin, dass die Russen sich komplett zurückziehen, selbst von der Krim, dass die Schwarzmeerflotte abgezogen wird. Ja, die Schwarzmeerflotte ist da nicht seit 2014, die Schwarzmeerflotte ist seit 200 Jahren dort. Das ist für Russland ein strategisch wichtiger Stützpunkt, ob man sich das jetzt zu eigen macht oder nicht. Ich muss auch sagen, ich fand das Niveau der Debatte vorhin wirklich grenzwertig. Also mir zu unterstellen, dass ich irgendwie wegen 5% für einen Frieden bin. Ich habe vor einem Jahr schon für den Frieden geworben in der Ukraine. Ja. Ich habe eine Demonstration mit Alice Schwarzer gemeinsam gemacht. Aber nicht da ging in der Ukraine, es nicht um 5%, sondern da geht es darum, dass dieser Krieg jeden Tag Menschenleben fordert. Das Furchtbare an dieser Front geschieht. Wer hat Schröder da jetzt hinschickt? Das war ja die Frage, ob man Schröder hinschickt. Ich will doch nicht, dass Schröder die Verhandlungen führt. Aber wenn jemand wie Scholz einen ehemaligen Bundeskanzler in seiner Partei hat, der einen Zugang hat, wieso schickt er ihn nicht hin und bittet ihn mal auszuloten, unter welchen Bedingungen Putin einem Waffenstillstand zustimmen würde? Bitte. Das wäre doch eine Information, die wichtig wäre, statt immer zu sagen, der will ja gar nicht verhandeln. Also, warum das wäre doch ein wichtiger Punkt, mal zu wissen. Warum nicht Schröder als Emissär dahin schicken? Erster Punkt.
Wladimir Putin hat vor wenigen Wochen selbst gesagt, wieso sollte ich mit der Ukraine verhandeln? Das ist seine Haltung. Und wir sollten hier nicht so tun, als wäre es irgendetwas anderes. Putin will nicht verhandeln. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Ich meine, Sie sitzen hier im warmen Studio und sagen, ja, also mit der Krim, das muss der Selenskyj mal aufgeben. Das muss er doch verstehen. Das ist nämlich ein strategisch wichtiger Punkt für Russland. Nein. Das muss Selenskyj überhaupt nicht. Selenskyj hat das gute Recht und dieses ukrainische Volk hat das gute Recht, sein Territorium als sein Territorium zu bezeichnen und zu verteidigen. Wenn die Ukraine selber sagt, wir wollen das anders machen, dann können sie das tun. Aber das können wir hier nicht in diesem Raum im warmen Studio miteinander verhandeln. Ja. Und noch eins. Aber trotzdem, die Frage, die sich ja jetzt stellt, ist die, und das ist ja deutlich geworden, nicht nur jetzt, sondern auch früher, dass die Frage, ob das militärisch zu erreichen ist, diese Ziele, oder ob man die Ziele ändert, die stellt sich ja jetzt. Also wir können ja so diskutieren wie in den letzten 2 Jahren, aber jetzt stellt sie sich noch mal deutlicher. Also, und deswegen stelle ich sie Ihnen auch. Ja, Frau Maischberger, In der Headline für die Sendung steht ja auch der Ukraine-Krieg. Mhm. Und bei aller Wertschätzung, aber das ist der russische Krieg gegen die Ukraine. Ja, das und ist die Ukraine Kurs, verteidigt ihr Territorium. Darum geht es. Okay. Die Ukraine greift auch nicht Russland an und versucht, russisches Territorium zu erobern, sondern es geht darum, ich verstehe, dass... Aber die Frage ist, wie erreicht man denn das und sind die Ziele realistisch, die sie hat? Doch. Also die Ziele sind realistisch, wenn die Ukraine genügend ausgerüstet ist. Und das haben wir gesehen, das wissen wir. Wir können das sehr, sehr gut sehen. Vorhin haben viele gesagt, es ist ja wirklich ehrenwert, dass die Ukraine es immer noch schafft, das zu halten. Ich kenne viele, die vor 2 Jahren gesagt haben, oder vor etwas mehr als 2 Jahren gesagt haben, das dauert ein paar Wochen und dann ist das sowieso alles vorbei. Die Ukraine hat es geschafft. Sie hat es geschafft, weil die allermeisten Menschen in diesem Land sagen, das ist unsere Existenz. Ich will vielleicht ein Beispiel nennen. Ja. Ich habe eine Frau gefragt, was wäre eigentlich... Würde Sie gerne beide zu kürzeren Antworten, einfach deshalb, weil wir im Dialog... Aber auch ganz kurz, was wäre eigentlich, wär eigentlich das Schlimmste für dich? Ja. In der Nähe von Kiew. Und diese Frau, weil es waren lauter Bombenangriffe, so wie heute auch wieder den ganzen Tag, und es waren Bombenangriffe in der Nacht. Und ich dachte, sie sagt, ich habe Angst, dass mein Haus getroffen wird. Was sie gesagt hat, ist: Das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, ist, dass Putin über uns herrscht. Weil dann ist unser Leben, ist unsere Freiheit zu Ende. Und ja, genau darum geht es ja auch nicht hinauslaufen, dass Putin die Ukraine regiert. Das ist doch völlig klar. Aber wir müssen doch irgendwann mal eine Situation erreichen, wo die Waffen schweigen. Und was ich jetzt seit 2 Jahren höre, ist, wir müssen immer mehr Waffen liefern, dann gewinnt die Ukraine diesen Krieg oder dann ist sie zumindest in einer besseren Position. In Wahrheit ist das Gegenteil rausgekommen. Ich verurteile diesen Krieg. Ich finde diesen Krieg verbrecherisch, so wie ich jeden Krieg verbrecherisch finde. Ich wünschte mir, man müsste sich sozusagen einmal mit Putin unterhalten und der Krieg wäre zu Ende. Nein, so wird es nicht sein. Aber man muss doch ein Mindestmaß an Realismus an den Tag legen, wenn man diesen Krieg beenden will. Das heißt, wenn man völlig, weil immer gesagt wird, Putin will nicht verhandeln. Also in der englischsprachigen Presse wurde immer wieder berichtet, auch im letzten Herbst zum Beispiel, dass Russland angekündigt hätte, verhandeln zu wollen. Auch wenn man das wird auch in der deutschen Presse verkündet, aber, ja, immer aber mit dem Konnex. Wird da immer wieder in Frage aber gestellt. Aber zu unseren Bedingungen. Ich weiß es nicht. Aber wenn ich dann sage, man könnte doch jemanden, der einen Gesprächskanal hat, hinschicken, um das auszuloten, dann wird gesagt, Gottes Willen, dann ist man doch der Pressesprecher Putin. Wir können diesen Krieg, und ich finde, das müssen wir doch einfach langsam zur Kenntnis nehmen. Dieser Krieg wird militärisch nicht beendet werden. Wenn ich höre, dass Herr Klingbeil sagt, wir müssen der Ukraine die Sicherheit geben, dass wir noch 10 Jahre mindestens Waffen liefern, also dann sage ich, was ist denn das für ein Wahnsinn? Wie lange soll das Sterben noch weitergehen? Wir müssen doch alles dafür tun, dass dieser Krieg endet. Und es gibt Möglichkeiten, ihn zu beenden. Das ist auch immer wieder auch deutlich geworden, weil es geht darum, dass Russland bestimmte Interessen hat, die Ukraine hat bestimmte Interessen und wir müssen gucken, wie wir einen gemeinsamen Nenner finden. Und ein gemeinsames Gespräch. Und das kann nur ein Kompromiss sein. Wollen Sie das? 10 Jahre militärische Unterstützung, ist es das, was Ihre Alternative ist? So ist es nicht, dass man sagen kann, Russland hat Interessen und die Ukraine hat Interessen und dann hat man sie irgendwie auf einer Ebene. Nein, Russland greift die Ukraine an und Russland versucht, die Ukraine zu vernichten. Die Frage war Russland
sorgt dafür, dass Frauen vergewaltigt werden und dass Kinder entführt werden. Weil, und das weil ist dieser nicht Krieg die einen und die anderen haben irgendwie ist und weil ein dieser Thema. Krieg tobt. Aber nur es gibt doch einen Richtung. Grund für diesen Krieg. Also ich habe, weil mir immer wieder erzählt nein, ich möchte ein paar Zitate vorlesen, weil mir die wichtig sind. Ja. Also hat der ukrainische Verhandlungsführer bei den Verhandlungen in Istanbul. Jetzt muss ich unterbrechen. Nein, Istanbul, wir kommen jetzt nicht nochmal mit Istanbul in den Jahren 2022. Was der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt hat. Jetzt hat er das gesagt. Er hat gesagt, die Russen waren bereit, den Krieg zu beenden, wenn wir der Neutralität zugestimmt und uns verpflichtet hätten, der NATO nicht beizutreten. Das hat der ukrainische Verhandlungsführer jetzt gesagt über die Verhandlungen in Istanbul. Ja. Wenn das stimmt, sollte man doch an das damalige Verhandlungsergebnis anknüpfen und versuchen, jetzt einen Friedensschluss auf einer solchen Grundlage daran zu finden. Daran sieht man doch nur, denn es geht darum, dass man darf ich das einfach weitergeben, damit sie antworten kommt. Kann. Und NATO heißt eben Militärbasen, Militärstützpunkte so agieren, dass sie ganz alleine spricht. Das kann vielleicht aber beim BSW, da können Sie was machen. Der Punkt ist ja da, nehmen Sie den Ball bitte einmal auf. Also einmal noch mal zurück zu den Verhandlungen. Dies Jahr gab in Istanbul, übrigens Faktencheck kann man, es gibt eine fantastische Deutschlandfunksendung zu den Fragen, wer wann was genau gesagt hat in diesen Verhandlungen. Ja, aber dieses Zitat habe ich mir extra mitgebracht. Absolut. Ja, dann müssen Sie es auch vorlesen, damit Sarah Wagenknecht... Nein, aber der Punkt ist ja, die Vergangenheit ist das eine, der Punkt ist der, zurück zu den Istanbuler Gesprächen, die es gegeben hat, ist das eine Option? Also ich bin ja immer dafür, jede Option zu prüfen. Ja. Dagegen ist nichts zu sagen. Und die Ukraine hat ja in diesen ganzen 10 Jahren Bereitschaft zu sehr, sehr vielen Zugeständnissen gemacht. Unter anderem auch diese Frage der Neutralität. Das wird jetzt nicht mehr gehen. Das wird nicht mehr gehen, weil die Ukraine erstens Teil Europas ist. Und weil sie sich entschieden hat und weil Europa sich entschieden hat, die Ukraine wird Teil Europas. Und deswegen haben wir auch eine Schutzverpflichtung. Wir haben sie sowieso national. Das noch einmal für die Geschichte. Aber das ist eine Entschuldigung, aber dann heißt es, es gibt überhaupt gar keinen Weg zu einem Friedensgespräch, wenn man das sofort ausschließt und sagt, nein, das ist ja heute dafür, anders. Ich bin nicht dafür, was auszuschließen. Ich sage nur, die Realität ist heute eine andere und über die müssen wir sprechen. Wir müssen darüber sprechen, dass wir eine deutsche Verantwortung haben. Es sind 8 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer gestorben im Zweiten Weltkrieg. Es wird immer so getan, als wären das russische Opfer. Nein, 8 Millionen ukrainische Opfer. Und wir müssen die Ukraine militärisch so ausrichten, dass nicht mehr die Energieversorgung bombardiert wird, nicht mehr zivile Häuser bombardiert werden und alles das. Und dann kann die Ukraine, dann kann die Ukraine auf Augenhöhe verhandeln. Dieser Frieden muss auf Augenhöhe verhandelt werden können. Die und zu das einem kann Frieden auch gehen, gelingen, da bin ich sicher, wenn wir die Ukraine stärken und unterstützen, so wie sie es braucht. Das haben wir doch die ganze Zeit gemacht. Wir haben genau die ganze Zeit. Das haben wir nicht gemacht. Das Gegenteil ist der Fall. Vielen Dank, dass Sie heute diese sehr unterschiedlichen Standpunkte ausgetauscht haben. Und ja, darüber wird zu befinden sein, einmal in der Ukraine und irgendwann mal dann auch, wenn es um die Wahl der Parteien geht. Vielen herzlichen Dank. Sie können ja mal einmal hinfahren. Katrin Göring-Eckardt hier, Sarah Wagenknecht. So viel für heute. Das war nur ein Gespräch aus dieser Folge von Maischberger. Die ganze Sendung gibt es in der ARD-Mediathek. Und da gibt es auch noch sehr viel mehr Folgen von uns. Ich hoffe, wir sehen uns.